Jetzt reicht's aber. Komm her. Moment. Komm, Pussy, 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 Pussy. Hä? Böser Testspeichelwahn. Ah. Okay. Da lang? Da lang? Bei Fuß, du Kröte. Hier lang, hier hin. Hier ist hier runter? Gleich wird Papa ungemütlich. So vielleicht? Genau. Jetzt reicht's aber. Jetzt geht das wieder hoch. Jetzt geht das wieder. Hä? Also das hier? Muss offen bleiben. Dann geht doch wieder zu. Böser Pestspeichel war ran. Moment. Bei Fuß, du Kröte. Oh, was ist das denn für ein komisches Level, ey? Oder komisches Minispiel. Dann geht das wieder hoch. Oh, es ist laut, ey. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's, Adler. So, vielleicht? Ne, warte mal. Komm, Pussy, 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 Pussy. Böser Pestspeichel war ran. Bei Fuß, du Kröte. Hä? Okay, Moment. Gleich wird Papa ungemütlich. Verwirrung. Jetzt reicht's aber. Üble Verwirrung. Komm her! Jetzt hab ich das zugemacht, okay? Will ich das zu. Nee, das will ich ja nicht. Komm, ich will das hier offen lassen. So? So? Wenn ich jetzt runtergehe. Ja? Ja? Ich hab's, okay. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Ich glaube, ich sollte. Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist doch einmal so. Ja, ja, wie ist mir denn? Ich glaube, ich sollte mir Chronicle das Gegengift geben. Menschenskinners. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Ja, sehr, sehr gut. Oh. Oh, quel douleur, quel mief. Oh je, was ist denn nun los? Oh, wie geil. Aufhören, bitte aufhören. Das ist sehr gut. Das ist echt gut. Oh. Was denn jetzt noch? Oh Mann, ey. Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sie sputen. Aufhören. Von hier aus komme ich da. Aufhören. So gut. Aufhören. Was treibst du hier? Wer? Ich?
Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Cletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die schlimmsten, na und? Jo. Keiner da. Keiner da. Okay. Kann ich hier wieder... Da. Okay. Okay, Leute. Haben wir einen Hut? Hut. Irgendwo ein Hut. Auf der Suche nach einem Hut. Ich sehe keinen Hut. Dann würde ich sagen, ich glaube, hier gibt's nichts mehr anzufassen. Gehen wir weiter nach dort. Oh, erstmal normal weitergehen. Hut? Kein Hut. Schade. Goal! Verdammt! Da Alter! Muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da. Durch diesen Durchgang da vorne. Einfach mitnehmen. Hut. Irgendwo ein Hut. Ich suche dich, Hut. Ich weiß, du bist da irgendwo, Hut. Alter, stürmt gerade bei uns draußen, ey. Holy shit. Bilder. Goal hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Süß. Kann man da hochgehen? Da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt?
Rufus. Ich nenne es Etüde für Gol in A7 oben kariös. Alles klar. Oh, ich hab die ganze Zeit Schiss, dass ich ins mein Mikrofon atme, wenn alle... Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde... Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Scheibenkleister, ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Alles klar. Das ist mal ein cooles Klo, oder? So. Ach, wir haben gerade einen Helm eigentlich bekommen. Hust. Hust. Sonst nirgends irgendwie was? Hier? So? Da? Nicht? Nee? Ich bin am Ziel. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Okay. Was die Peter wohl dazu sagt? Hä? Wieso? Das ist doch noch Weiß gut. Nicht. Hä? Wieso? Das ist Weiß doch noch nicht. Gut. Kann man doch mal machen. Okay, hier ist eine Sanduhr. Die heißt was? Ich lass die mal ablaufen, Leute. Oh, Gänsehaut. Ob das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind? Irgendwie will ich die Zeit nicht ablaufen lassen. Wir lassen die Zeit jetzt mal echt ablaufen. Also ich will mal... Ich interessiere mich, was da passiert. Ob irgendwas Interessantes kommt oder so. Und jetzt? Hä? Huh. Gehen wir da lang? Ach Leute, dann kommen wir... Okay. Henna. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanzschlaflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die krieg ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Einhornkotze. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Jo. Henna und Montana. Henna Montana, echt jetzt? Oh Gott, ey. Euer Ernte. Wenn ich will... Da. Keiner da. Gegengewicht?
Ich will zum Ältestenrat. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Können wir noch nicht hin? Nee. Das war Probi. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Halt die Fresse. Okay, Moment, was habe ich denn? Ob das. Nee. Moment. Dafür brauche ich nur meine Und? Hä? Wie funktioniert denn bitte dieser Fahrstuhl? Hier haben wir nichts mehr, ne? Was war hier drüben? Haben wir auch nur die beiden komischen Menschen. Hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Ich guck nochmal nach. Bildern das Klavier. Das Klavier. Irgendwas ist doch mit dem Flügel. Ich nenne es. Dafür brauche ich. Und außerdem fast jeden. Nanu, nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich doch. Muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Haben wir hier echt nichts mehr? Können wir nicht irgendwie nach hier hinten gehen oder so? Oder nach hier oben? Nee. Hier drin ist auch nichts mehr. Hier ist es. Wie lange will er das? Gibt doch. Wieso? Hä? Hier können wir uns ja nichts anderes angucken. Okay, jetzt bin ich verwirrt gerade. Jetzt haben wir. Das war aber kein. Probier's. Das war, ja klar, hört sich das nicht gut an. Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp, die Zeit ist es nicht. Ho, ho, ho. Da hängt klein. Da hängt klein. Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Ja. Nein, ich muss schleusig zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's. Oder hätten wir zu den Fun-Zone? Fun-Zone? Ach, shit. Du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone.
Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Willkommen in der Funzone!